Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir über das Thema die Ausbildung und den Beruf zur Pflegefachkraft. Ja, die Pflegekräfte werden jetzt sehr dringend in Deutschland gesucht und es herrscht Mangel an den Fachkräften. Zuerst möchte ich an alle Pflegekräfte Danke sagen, dass sie jetzt und früher und auch nachher so einen tollen Job leisten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mit diesem Video möchte ich andere Menschen, Männer und Frauen, motivieren, diese Ausbildung anzufangen und in diese Branche einzusteigen. Ich habe heute meine Freundin Tatjana eingeladen. Sie hat mit 39 Jahren ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft angefangen. Mit 3 Kindern, 39 Jahren, den neuen Weg zu gehen. Ich habe ihr viele Fragen gestellt über diese Ausbildung, über die Arbeit, über die Schwierigkeiten und positive Seiten dieses Berufes. Und sie hat mir sehr, sehr ehrliche Antworten gegeben. Ich motiviere alle Menschen in Deutschland, hier eine Ausbildung anzufangen. Ich musste selbst eine kaufmännische Ausbildung abschließen und danach erhielt ich meine Anerkennung. Erst danach. Und meine soziale Anerkennung sozusagen. Und damit du das schaffst, besonders für die Frauen mit Kindern, die haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, sein Haus zu verlassen, die Kinder in den Kindergarten zu schicken oder lange im Hort zu lassen. All diese Fragen, vor allen diesen Fragen stand ich auch vor vielen Jahren und habe mich für die Ausbildung entschieden. Ich möchte, dass dieses Video dich bewegt, hier in Deutschland zu bewerben, eine Ausbildung anzufangen, egal in welcher Branche. Und überlege dir sehr, sehr gut, vor was du Angst hast und wie du deine Angst bewältigen kannst. Sei mutig und glaube an dich. Und jetzt kommt das Interview mit Tatjana. Schreibe in die Kommentare bitte, welche Fragen, welche Ängste, was dir noch stört bei deiner Entscheidung, eine Ausbildung hier zu machen. Ich freue mich auf dich. Hallo Tatjana, danke, dass du gekommen bist zu unserem Gespräch zum Thema Ausbildung in der Altenpflege. Sag mir bitte, wie lange warst du schon in Deutschland? In der Zeit, wo du mit der Ausbildung angefangen hast? Ich denke 4 Jahre. Ich war in Deutschland schon 4 Jahre. Und wie hattest du schon in der Ukraine irgendwo gearbeitet? Hast du Berufserfahrungen gehabt? Ja, in der Ukraine habe ich als selbstständig war und ich habe eine kleine Lebensmittelgeschäft gehabt und so mit Kunde gearbeitet, aber das war andere, ein bisschen genau. Anders. Also du hattest im kaufmännischen Bereich sehr viel Erfahrung gesammelt. Warum hast du dich dann plötzlich für die Ausbildung in der Pflege entschieden? Also das war mein Traumberuf. Ich wollte immer als Krankenschwester arbeiten, aber das ist nicht geklappt. Und dann, als ich 39 geworden, hat mein Traum so... Hat sich erfüllt. Ja, erfüllt. Aha. Mit 39 Jahren hast du deine Ausbildung angefangen, richtig? Ja. Ja, ja. Wow. Tatjana, also ich verstehe jetzt, das war dein Traumberuf. Wie kamst du dann in diesen Beruf rein? Hattest du vielleicht Praktika gemacht oder irgendwas? Oder Bekannte waren in der Pflege? Also meine kleinste Tochter, sie war 2 Jahre alt. Dann muss ich, sie war im Kindergarten und ich müsste zur Arbeit gehen. Ich kann nicht zu Hause
sitzen. Mhm. Und dann von Jobcenter habe ich Deutschkurs bekommen. Mhm. Und, danach musste ich 2 Wochen Praktikum machen. Mhm. Und ich habe gedacht, weil ich möchte mir in Zukunft irgendwo arbeiten, dann muss ich richtige Praktikum finden. Und danach eine Bekannte hat mir empfohlen, Sozialstation. Mhm. Und bestimmt, ich habe. Du hast dann dein Praktikum gemacht, 2 Wochen, und danach? Ja. Aber obwohl ich habe keine, weißt du, kein, nicht Idee. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ist das? Keine Vorstellung. Ja, ich habe etwas. Und dann ich bin Sozialstation gekommen, wegen Praktikum gefragt. Und das hat mir gern genommen. Und ich weiß jetzt warum. Weil die brauchen, ja. Die brauchen sehr viele Kräfte. Und, Kräfte, ja. Du wurdest dann eingeladen, hier in dieser Station zu arbeiten, oder wurdest du eingeladen zur Ausbildung? Als ich war mit Praktikum fertig, hat mir Chefin gefragt, ob mir gefallen. Ich habe gesagt, natürlich, hat mir gut gefallen. Und dann sagte sie, dann können Sie bei uns bleiben. Mhm. Und wie? Ich habe keine Erfahrung, ich habe keine Ausbildung. Dann sie mir gesagt, dass die bilden aus. Mhm. Und dann so, ich habe Ausbildung bekommen. Mhm. Und hattest du zu diesem Zeitpunkt, wo du deinen Ausbildungsplatz bekommen hast, ein Zertifikat für Deutsch, A1, A2, B1, B2, hattest du was? Ich habe Hand nur B1 gehabt. Mhm. Gut. Und du hast 3 Kinder. Wie hattest du damals in der Ausbildungszeit alles organisiert, Kinderbetreuung und Haushalt, Putzen, Kochen? Wie war das bei dir? Das war nicht einfach. Natürlich, meine Kleine war ab 8 bis 16 Uhr im Kindergarten. Und danach, wenn ich in Ausbildung geht so Praktikum und Theorieblock. Mhm. Und als ich Praktikum gehabt, dann musste ich Spätdienst fahren. Mhm. Ja, machen. Und dann hat mein Mann mich unterstützt, oder Kinder müssen auch ihre Zeit nehmen, obwohl muss man auch viel lernen, aber mhm. für Mama, dann, die hat gut geholfen. Ja, und braucht man in der Ausbildung Führerschein? Wie hast du das Problem gelöst? Ah, ja, das war so, dass als Chefin gefragt, ob möchte ich, ich habe natürlich gesagt ja. Und dann sie hat mir gefragt, ob habe ich Führerschein, weil die brauchen das ambulante Pflege. Ich habe gesagt, nein, kein Führerschein. Und sie sagt, oh, schade. Mhm. Aber ich war so motiviert. Ich wollte arbeiten unbedingt oder diesen Platz bekommen. Dann habe ich gesagt, ich mache schnell Führerschein. Gleichzeitig Ausbildung und Führerschein. Mhm. Und das war natürlich ja. stressig, oder? Das war schwer. Aber das war für mich war leichter, dass ich Theorie im Führerschein als Russisch gelernt. Mhm. Das war sehr, sehr große Hilfe für mich. Das heißt, dass du das alles schnell machen konntest. Russisch schnell, auf Russisch. Mhm. Als ich Praktikum gehabt, dann ich habe zum Führerschein Unterricht gegangen. Mhm. Ja, Unterricht gegangen und vorbereiten, gelernt. Und wie war das erste Ausbildungsjahr für dich? Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Wie hast du dich gefühlt? Wie waren deine Mitschüler? Wahrscheinlich waren sie alle 16, 18 Jahre alt. Welche Fächer hast du gelernt? Das interessiert mich jetzt. Also, das ist so ein Mensch umgebaut, oder wie kann man sagen? Gebaut. Das Schlechte vergisst man, ja? Mhm. Vergisst man schnell.
Aber trotzdem, ich kann sagen, das war natürlich sehr schwer wegen Sprache. Mhm. Das hört man bis jetzt noch. Aber seit wie viel? 7, 6 Jahre, das war noch schwerer, mhm, als ich habe. Und dann musste ich viel auswendig lernen, mhm, zum Klassenarbeit, weil verstehst du mehr, als kannst du sagen, ja? Mhm. Das ist Problem. Mhm. Und in Ausbildung dann bei manchen Modulen war viel Wörter, welche verstehst du überhaupt nicht. Dann und trockene, zum Beispiel Gesetz oder Kommunikation. Mhm. Beim Gesundheit und Medizin, das ist leichter. Mhm. Das ist uninteressant. Das heißt abstrakte ja. Themen, und das ist natürlich schon Niveau B2, dass man darüber sprechen kann, Beziehungen ja. und so weiter. Ja. Mhm. Und wie waren die Verhältnisse mit den Klassenkameraden? Also was könnte ich sagen? Respekt von Schulkameraden, mhm, weil niemand gelacht, egal was du sagst. Mhm. Respekt. Alle haben dich sozusagen unterstützt. Ja, ja? Das war nicht viel Ausländer, mhm, so mit so Sprache wie bei mir, mhm, nicht so viele in der Klasse, aber dann ich habe gemerkt, egal ob du richtig redest oder falsch, niemand lacht, mhm, oder sagt, oh, sie kann Deutsch nicht oder, mhm, also das ist problematisch, dann im Kopf kannst du Sätze bauen, aber wenn ich fange zu reden, dann kommt alles zusammen, mhm, dann vergisst du was, du merkst deine Fehler, aber schon vorbei, mhm, du hast schon gesagt. Ja, und die Teilnehmer, die Klassenkameraden haben sich dann unterstützt. Ja, mhm, das war so, ich kann nicht richtig sagen oder erklären, aber meine Klassenarbeit habe ich gut geschrieben. Note 1, Note 2, manchmal 3. Und das sagt was. Und dann musst du beweisen, du bist nicht dumm. Mhm. Du musst zeigen, dass du verstehst. Ja? Und dann, mhm, Anatomie oder Gesundheit, das war sehr gut. Ich war auch stolz auf mich, dass ich kann das. Ich kann das schaffen, ja, genau. Ja. Motivation spielt eine große Rolle. Mhm. Und dann in der Pflegeausbildung gibt es immer eine Prüfung nach jedem Jahr, ja, nach dem ersten Jahr, nach dem zweiten Jahr, nach dem dritten Jahr, und du hattest dich entschieden, alle 3 Jahre zu machen, ja? Ja, also das war, ich habe erst nur ein Jahr, mhm, wir sind so entscheiden, ich probiere, wenn klappt, dann mache ich, und eine Lehrerin, also sie hat mir erst gehört, dann sie hat gedacht, mein Gott, was macht sie hier? Das war Hygieneunterricht. Mhm. Mhm. Sie hat mir was gefragt und ich kann nicht antworten. Und sie denkt, was macht sie überhaupt hier? Wie schafft sie das? Aber danach, als sie hat meine Klassenarbeit und dann sie hat gesagt, mhm, Frau, Sie müssen weitermachen. Sie hat gewusst, dass ich ein Jahr mache. Sie hat gesagt, nein, machen Sie 3 Jahre. Und ihre Worte waren so, Sie werden dumm, wenn Sie machen ein Jahr. Mhm. So, das hat dich noch mehr motiviert. Das hat dich noch mehr motiviert. Ja, diese Lehrerin, ich erinnere sehr oft. Und dann, sie war bei meinen Prüfungen auch. Und ich habe gewusst, was ich kann. Ich kann. Ja, und ich zeige das, und das ist so, das lohnt sich, mhm, was ich habe gelernt, was ich habe beim Praktikum gelernt. Oder wie kann man sagen? Hattest du danach noch Gefühl, dass du immer besser und besser wirst? Hattest du so ein Gefühl bekommen im dritten Jahr vielleicht? Nein, das war umgekehrt. Ich habe gewusst, dass ich
ich kann, aber das ist so große Belastung, dass du musst so viel lernen und vorbereiten. Und zweite Lehrjahr war es schnell vorbei, aber dritte, ich weiß nicht, das war schon ein bisschen zu viel. Aber ja, ich sage, meine Familie hat mich sehr gut unterstützt. Mhm. Sie hat mir gelassen, meine Zeit zu lernen. Mhm. 3 Stunden, 5 Stunden manchmal am Tag zum Klassenarbeit, 5 Stunden vorbereiten. Und dann Halle. Ja, das von der Seite Familie finde ich auch sehr wichtig, dass die dich unterstützen und nicht nur mit mehr Aufgaben belasten. Ja, das ist sehr wichtig. Und Tatjana, ich weiß nicht, kannst du etwas sagen, wie war deine Ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr? Was hast du verdient? Oder ungefähr? Verdient, meinst du den Lohn? Ja, dein Geld. Ausbildungsvergütung im ersten Jahr. Also das... Je nachdem, welche Steuer... dann sag einfach, was du bekommen hast auf dem Zettel. Ich habe 750 Euro bestimmt. Wie viel? 700. Um die 700. Und dann zweite Lehrjahr 120 Euro mehr. Mhm. Und im dritten Jahr? Das war zweite, dritte Jahr gleich. Mhm. Ungefähr 900 Euro. Ich habe schon vergessen. Mhm. Weißt du, das für mich war Geld keine Rolle gespielt. Mhm. Wirklich. Und bis jetzt. Ja, wichtig, dass du einfach Ausbildung machst und egal wie viel du bekommst. Tatjana, wie viele Jahre sind jetzt vergangen, wo du mit der Ausbildung fertig bist? Das ist schon 7. Jahr. Nach der 3 Jahre Ausbildung und 4. Jahr. Mhm. Und wie fühlst du dich? Sagst du zu dir, jetzt habe ich das nicht umsonst durchgehalten, mir gefällt mein Beruf? Oder sagst du, warum gehe ich diesen Weg? Was sind deine Gedanken jetzt, nach 4 Jahren, nach der Ausbildung? Also, wenn ehrlich sagen, dann sage ich ehrlich. Ja. Ich bin nicht enttäuscht. Ja, ich mache, was ich will, was ich möchte, ja, was ich möchte immer. Ja, das ist nicht Krankenschwester im Krankenhaus, aber obwohl wir können auch im Krankenhaus arbeiten. Mhm. Ja. Und so, ich habe Beruf. Ich verstehe, dass Kinder wachsen und gehen weg. Mhm. Und ich habe schon vorher das angefangen, ja, bevor sie weg, berufstätig. Aber ich habe nicht gedacht, dass dieser Beruf braucht man nicht nur physische, noch psychische Belastung. Mhm. Das ist, weil du gehst in, also wie bei mir läuft mein Tag. Kann ich ein bisschen erzählen? Ja, genau, erzähle uns. Ja. Ich stehe morgen früh auf und 6:30 bin schon beim ersten Patient. Mhm. Und das ist alle alte, kranke Leute. Und du musst alle hören, ja, mit deinen Wörtern unterstützen oder je nachdem, was machst du, Tablette, Spritze oder Verbände. Also vom Haus zum Haus, du gehst und dann nimmst du ein bisschen zu dir. Alle Probleme von den anderen Leuten nimmst du auf. Ja, früher war es so, dass ich habe immer zu Hause mit meinem Mann, dann ich habe gedacht, oh Arme, er muss noch mich hören, weißt du, wegen Schule, erst 3 Jahre Schule, Note, Klassenarbeit, danach Patienten, ja, aber langsam ich habe gelernt, lassen, aber trotzdem, ich merke, das ist noch
ein bisschen psychische Belastung gibt. Mhm. Weil wir arbeiten ambulante Pflege 12 Tage am Stück. Mhm. Ich wollte niemand so Angst machen, aber gibt es bei euch, gibt es bei euch Weiterbildungen, wo man so zum Beispiel zur psychischen Belastung, dass man das irgendwie, wie man da, damit umgeht, gibt es sowas? Das, ja, das lernen wir in der Schule, mhm. noch im dritten Lehrjahr. Mhm. Wie muss man sich, aber jetzt in der Arbeit, gibt es Weiterbildungen? Bei der Arbeit, also bei uns war Angebot auch, wir haben Massage bekommen, mhm. 2 Jahre, jetzt leider nicht. Dann müssen wir natürlich selbst sich schützen. Mhm. Also schwimmen gehen, in dieser Zeit ein bisschen problematisch. Mhm. Aber sonst muss man organisieren. Mhm. Spazieren gehen, Wochenende, irgendwo. Etwas unternehmen. Also, mhm. Ja, dein Wochenendetag ein bisschen interessant gestalten. Mhm. Ja, gestalten. Tatjana, noch eine Frage. Und hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft, für dich in diesem Beruf? Möchtest du dich irgendwie noch weiterbilden? Möchtest du so bleiben? Hast du irgendwelche dir Gedanken darüber gemacht? Noch vor 3 Jahren, ich wollte als Wundmanagerin mhm. Weiterbildung machen. Aber jetzt noch, dann ich habe verstanden, nein, noch früh, vielleicht später. Aber sonst, ich habe so Gedanken gehabt, ja. Mhm. Das gefällt mir, aber eine Zeit war viel zu viel Verbände. Dann ich habe gedacht, das gefällt mir, aber oh, das ist zu viel. Du machst ein bisschen später. Und ja. Tatjana, was könntest du für meine Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, die sich noch nicht trauen, in diesen Beruf einzusteigen? Vielleicht sind sie auch über 30, vielleicht haben sie auch Kinder. Welchen Satz, was könntest du noch uns auf den Weg geben? So, was möchte ich sagen? Jeder entscheidet für sich selbst, ja, was er will und mit was er zufrieden ist. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ich nicht nur zu Hause, dass ich kann noch was machen. Das als, ich weiß nicht, für dein Selbstbewusst ist das wichtig. Selbstbewusst, ja. Ja, etwas mhm. noch machen. Was noch? Ja. Dann wollte ich sagen, ich bin zufrieden. Das mein Deutsch ist nicht perfekt. Aber das reicht mir, dass ich kann Leute pflegen und behandeln. Wir gehen noch zum Ärzte, nicht nur mit Patienten, ja, mit Angehörigen. Mein Deutsch reicht. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen vielleicht nervös und dann klappt was nicht. Mhm. Und dann ich habe gedacht, okay, das reicht. Und die, wenn du kommst zu deinen Patienten, Kunden, die sind sehr zufrieden. Mhm. Wenn du eine Woche in andere Tour, oh, du bist da, weißt du, die freuen sich. Ja, ja, deine Augen auch glänzen, wenn du über deinen Beruf sprichst. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung für dich und schön, dass du das durchgemacht hast, durchgezogen hast. Und ich wünsche dir viel, viel Glück weiterhin und viel, viel Erfolg und Mut, weitere Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Danke. Was möchte ich auch sagen, dass du sehr gute Sachen machst. Dankeschön. Das hilft vielen Menschen. Vielen Leuten. Ja, ich